Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ocarina of Time und das Ganze immer noch im Wassertempel. Wir gehen jetzt in diesen Raum rein. Ich muss nur mal eben gucken, weil ich habe jetzt eine Stunde unterbrochen, die Aufnahme, weil ich musste echt mal was essen. Achso, genau, wir gehen jetzt, ich glaube, wir gehen den Master-Schlüssel jetzt holen. Nein, ich wollte eigentlich ganz gerne nochmal auf die Karte gucken. Ja, das müssen wir gleich noch machen. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ich hoffe, wir finden doch alles und müssen nicht trotzdem erst hier hin. Aber das geht ja nicht anders. Ach, wo sind wir jetzt? Ganz unten, ne? Ja, fast ganz unten. Okay. Gehen wir doch mal gucken, was es da so Feines gibt. Ich muss ja eben was leiser machen. Es ist laut hier. So. Erstmal haben wir hier diese blöden Viecher, die ich erstmal weghaue. So, das war das erste Vieh. Ha. Das war dumm. Das war gut. Ich bin auch gerade überlegen, wie ich hier unfallfrei auch rüberkomme, weil hier ändert sich die Ströme eigentlich auch ständig. Mann, ey. So, ich muss einfach nur durchschwimmen, ne? Ich glaube, nachher kommen wir da wieder raus. Einmal im Kreis laufen quasi. So, wo sind wir jetzt? Was war das denn? Wo zum Teufel bin ich? Was sind diese blöden Viecher hier? Cool. Na toll. Cool, dass wir die hier schon kaputt machen können. Nase juckt ganz doll. Nein. Trotz 1 ist noch da. Ich hätte das auch ganz gerne jetzt schon kaputt. Sehr schön. So, ich gucke mal eben, was in den Krügen hier drin ist. Vielleicht ist da noch irgendwas Überlebenswichtiges drin. Bomben. Bomben. Müssen wir irgendwas wegspringen? Ja, müssen wir. Und zwar diese Wand dort. Ich habe mich aber echt gerade satt gegessen. Also mein Kartoffelsalat, das war so viel, dass ich es nicht mal geschafft habe. Und jetzt einfach mal eben pappsatt bin. Aber der war sehr, sehr lecker. Das muss ich dazu sagen, dass er sehr lecker war. Huch! Kennt man ja mittlerweile. Das dauert wieder so übelst lange.
Ich glaube, hier in der Mitte ist es richtig, oder? Geh mal. Jetzt. Nee, du sollst da hoch. Kann der da nicht hoch? Jetzt mal eben auf die andere Seite rüber, um zu gucken, ob das hier richtig ist, was ich hier gemacht habe. Naja, es kann auch ein Stück, ne? Von oben kam ich ja. Dann schiebe ich ihn noch ein bisschen. Der will da aber auch nicht hoch, ne? Jetzt vielleicht? Ne. Dann schiebe ich den mal bis zum Anschlag. Wieso will der denn da nicht hoch? Nicht, oder brauche ich den gar nicht? Brauche ich den nur als Treppe, dass ich da gleich hochkomme. Weil ich glaube, jetzt fahren wir das Wasser nämlich nach oben. Oh, und meine Nase juckt, das ist so wie. Ach, ich Idiot. Oh. Scheiße. Der Stein muss gar nicht hier hin, der muss auf die andere Seite. Ich muss den da runterschieben, damit der auf dem Schalter bleibt. Ah, oh, ich mag den Wassertempel nicht. Ja, das war ziemlich blöd. Ich hab mir das Spiel wieder einen Streich gespielt. So, dann werde ich mal den Stein hin und her schieben. Was nicht geplant war, aber ich dachte echt, es geht anders. Ach man. Übrigens sind wir jetzt schon in Part 35. Alleine der Wassertempel hat jetzt schon der fünfte Part Wassertempel. Und ich glaube nicht, dass wir in 5 Parts fertig sind, wenn ich immer so eine Scheiße hier mache. Wenn wir Glück haben, schaffe ich es in 5,5. Wenn wir Pech haben, in 6. Wenn wir ganz viel Pech haben, sogar in 7. Jetzt muss ich ihn da ranschieben und dann wieder zurücklaufen und dann wieder ins Wasser und oh, wieso habe ich nicht vorher dran gedacht? Das ist aber auch schwierig, ne? Also man könnte ja beides, dass man den Schalter muss, um das Wasser hochzufahren, um den Klotz dann hier als Stufe zu verwenden, wie ich es ja vorher auch gedacht habe. Ja, man soll nicht denken, ne? Das ist aber auch schon, wie gesagt, ewig lange her, wo ich auch Ocarina of Time das letzte Mal durchgespielt habe. Das war auf dem 3DS und das war. Ich meine nicht mal, dass es letztes Jahr war. Ich meine, das war sogar davor das Jahr. Ich habe es nämlich noch gekauft, als ich woanders gearbeitet habe. Und das war 2012. Da habe ich aufgehört, dort zu arbeiten. Also, es kann sogar mittlerweile schon 2 Jahre her sein, dass ich das letzte Mal Ocarina of Time durchgespielt habe. Ich hatte es zwar letztes Jahr nochmal an, aber da halte ich mir den. Um die 100% zu schaffen, weil ich dann wusste, wo alle Skulpturen und alle Herzteile sind. Das war aber dann auch nur deswegen. Da habe ich einfach nur das Spiel nochmal angemacht, um dann überall nochmal hinzugehen. So. Haben wir eigentlich alle Skulpturen mittlerweile? Nein, immer noch nicht. Huch. Was haben wir jetzt hier? Es sind jetzt hier so. Naja, okay, ich weiß, was hier ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die blöden. Ich habe keine Pfeile mehr, ne? Das ist natürlich echt blöd. Jetzt kann ich die auch nicht von hier aus mal eben töten.
gelaufen. Cool wäre natürlich, wenn die jetzt springen, was die ja schon tun, und mir dann einfach da runterfallen und mich dann quasi in Frieden lassen. So, hopp. Was war das denn, Link? Ja, ich mach erstmal die Viecher kaputt. Ich bin gerade still, weil mich regt das hier gerade echt wieder total auf. So, hopp, hopp. Was daran ist so schwer, darüber zu springen? Ich glaube, es werden doch 8 Parts anstatt 5. So, hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ja, geht doch. So. Raus hier. Nicht alles Rutulus haben. Immer noch nicht? Er zeigt mir das hier gar nicht an. Hm. Ich muss aber eh. Ich muss eh hier runter. Hey, 5 Pfeile, juhu! Echt jetzt? Echt jetzt? Also so, in echt? Echt jetzt? Ich glaub das jetzt nicht, ne? Ich glaub's echt nicht. Das ist doch jetzt Verarsche. Okay. Ja, dann werde ich hier ein Portal errichten. Nein, falscher Knopf. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Hilfe, Stein. Ich möchte hier gerne einen Waypoint. Jetzt gucke ich aber, was ich da so. Du hast Faroros Kräfte beschworen. Zum Teleporter zurück, den Teleporter entfernen. Ich möchte ihn gerne entfernen. Und hier möchte ich gerne einen neuen errichten. Der ist jetzt auch hier, ne? Okay, der ist jetzt hier. Dann können wir nämlich gleich locker flockig zurück. Das ist doch echt Verarsche, oder?
lande ich dann auch direkt wieder hier. Das ist echt das Verarsche. Erstmal, klar, finde ich das richtig scheiße, dass ich selber so vergesslich bin. Dann finde ich es aber auch richtig scheiße, dass man hier nicht... Es sind ja so komische Viecher, ne? War ja klar. Dass man hier auch irgendwie so keine Tipps oder sowas kriegt. Das finde ich auch ein bisschen doof. Ja, ich kann nichts machen, weil ich noch keine Waffe habe. Spucken die irgendwas aus? Nö. Und das hasse ich auch, wie die per Stiefel an ausziehen. Aber das ist eigentlich ganz gut, dass wir nochmal sind, weil so können wir nämlich ganz oben noch, ich glaube ganz oben ist noch eine Skulptur, die uns fehlt. Und dann haben wir das nämlich schon mal geschafft. Boah, nervt mich das, also ich ziehe das zurück, was ich Anfang des Tempels gesagt habe, dass das mein Lieblingstempel ist und ich kann den ja so toll. Ich bin einfach momentan nur noch genervt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder löscht, habe ich mein Gedächtnis irgendwie halbwegs gelöscht oder ich weiß es nicht. So, jetzt müssten wir aber eigentlich alles gut für das haben. Jawohl, jetzt ist da oben nämlich neben dem Wassertempel das Symbol, das wir alle haben. Das kommt da unten, das ist da oben. Müsste ich dann nachher nochmal im Feuertempel gucken, ob ich dann da auch die alle habe. Ich glaube aber nicht, meine da, wo der Kompass ist, ist noch eine. So, jetzt links rum. Nein. Dorthin. Dann rüste ich jetzt den Bogen aus. Gott sei Dank habe ich ja 5 Pfeile. Das wäre jetzt auch geil gewesen, wenn wir jetzt keine Pfeile hätten. So, wo ist das Vieh? Und auf das Vieh habe ich nämlich echt keinen Bock jetzt. Wo ist es denn? Da ist es. So. Ich muss aber auch sehr schnell sein jetzt auch, ne? Ich kann nichts machen, ne? Immer diese... Immer diese Drecks-Sequenzen, die zwischendurch kommen. Ich glaube, man eventuell beim Hochfahren schon das Ziel. Ja, das ist. Läuft, ne? Wieso muss ich ja alles 5000 Mal machen? Dankeschön, dass es geklappt hat. Boah, das kostet mich so an, dass ich hier immer alles 30 Mal machen muss, damit ich es dann beim 35. Mal endlich geschafft habe. Hey, ich habe endlich diesen kleinen Schlüssel. Boah, ich... Ich könnte mich zum einen selber ohrfeigen, aber zum einen hasse ich das Spiel momentan sowas von übelst. Also das ist nicht mehr normal. So, gut, dass ich das gemacht habe. Das wäre jetzt echt nicht so der Burner gewesen, wenn ich das jetzt hier nicht gemacht hätte. Ich hätte den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Da hätte ich mich geärgert. Ich habe den Enterhaken nicht ausgerüstet. Hm.
Ich bin jetzt auch momentan einfach nur sehr ruhig, weil mich das einfach hier gerade total aufregt. Dass ich das hier aber nicht direkt. Also. Alter. Ja, zum einen regt mich das Spiel halt auch und zum anderen halt auch meine eigene Dämlichkeit. 20 Minuten schon wieder. Alter, kannst du nicht einfach das Ding aufmachen? Yay! Ich habe die Master Key Truhe endlich gefunden. Ich raste gleich aus. Oh, furchtbar. Oh ja. Ich bin so happy. Lass es einfach gut sein, Link. Wasser auch so eine. Die Steuerung ist unter Wasser noch schlimmer. Ach so. Jetzt hier raus. Nein, nicht, weil das kann er. Ich dachte, er könnte da so cool rüberspringen. Ey, das ist doch nicht normal, dass das hier so empfindlich ist. So, jetzt wieder die Stiefel an. Fickt euch. Ich hab keinen Bock auf euch. Das hier war auch so übelst langsam. Hier auch noch hoch. Schwimmt, ne? Dass das auch nicht schneller geht, das ist für mich echt ein Rätsel. Warum das hier nicht alles manchmal etwas schneller geht. Dass ich jetzt auch einmal voll umsonst im Kreis gelaufen bin und warum er da nicht einfach rüberschwimmt und sich festhält. Also das sind alles so Kleinigkeiten im Spiel, die mich einfach nur hyper aufregen. Vor allem, wenn ich zum 50. Mal jetzt hier schon hinlaufe. Momentan regt es mich einfach nur auf. Ich hätte es besser doch auf dem N64 spielen sollen. So, jetzt hier wieder hoch. Hier das verdammte Lied spielen. Sich verspielen. Boah, ich bin richtig arrogant. Echt Mist. So. Wenn immer diese Sequenzen. Ja. Man hätte es ein kleines bisschen besser machen können. Ach, fick dich, ey. Leck mich am Arsch. Ich sehe ja nichts, ne? Ich sehe nicht mal die Tür. So, an der Stelle beende ich jetzt den Part, denn dieser geht schon 24 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir zum Endgegner des Wassertempels gehen. Ciao!